Hallo allerseits, wo immer ihr euch auch gerade aufhalten mögt. Anormal. Hallo, ich bin der Ratze mit der Feuermelderbratze und der fettigen Langhaarkranzglatze. Meine Ohren so weit vom Kopf abstehen, dass man mit ihnen jederzeit könnt auf Segeltörn gehen. Meine Nase weist auf eine starke Krümmung, was grenzt schon an vorsätzlicher Verstümmelung. Mein Gebiss wies einmal aus eine natürliche Weiße, mittlerweile gleicht es farblich eher gequirlter Scheiße. Hat mit einer Zahnbürste nie Bekanntschaft gemacht, würde wohl auch kapitulieren vor der Unmenge an Plack. Auch will ich nicht vergessen zu erwähnen, dass meine Vorderzähne in ihrer Ausführung denen von Hasen ähneln. Sobald ich den Mund aufmache, entweicht ihm ein schier unerträglicher Gestank. Dann meiden selbst Fliegen und Mücken meinen Dunstkreis, so als würden sie davon krank. Er ist auch überdimensional groß, so dass sich darin bequem unterbringen lässt ein riesiger Kloß. Und mit meinen Glubschaugen lässt sich vorzüglich um jede Ecke schauen. Bin eher klein und fettleibig von Statur, also eine wahrliche Witzfigur. Obwohl im Oberstübchen etwas zurückgeblieben, vermag jedoch immerhin zu zählen bis 7. Kann weder richtig lesen noch schreiben, deswegen in der Schule ständig verlacht und gehänselt, irgendwann ließ ich es dann eben ganz bleiben. Meine Mutter wollte mich nicht haben, hatte nie etwas übrig gehabt für Blagen, erlitt nach meiner Geburt einen schweren Schock, von dem sie sich nie wieder richtig erholt. Mein Vater wurde das alles zu viel, ist daraufhin auf Nimmerwiedersehen verschwunden, verzogen mit unbekanntem Ziel. Im Heim war ich stets ein krasser Außenseiter, für die anderen Kinder der ideale Blitzableiter. Wurde auch dort ständig wegen meines absonderlichen Aussehens aufgezogen und drangsaliert. Irgendwann habe ich eben vor all dem kapituliert. Gedachte anzutreten meine letzte Reise, legte mich sturzbetrunken auf die Bahngleise. Dachte, die Welt braucht dich nicht, ist ohne mich bestimmt besser dran. Als ich in der Klinik wieder zu mir kam, brummte mir höllisch der Schädel, wäre ich gern im Boden versunken vor Scham. Von da an ließen die Kinder mich in Ruhe, aber ebenso links liegen, denn es fand sich auch keiner, der jemals wollte mit mir spielen. Die Mädchen wollten nichts mit mir zu tun haben, nutzten meine Gutmütigkeit ständig aus. Mein Aussehen bereitete denen Übelkeit, schlug ihnen buchstäblich auf den Magen. Irgendwann gab ich es dann auf, um sie zu werben. Diese andauernden Abfuhren hinterließen in meinem Herzen eh nur Schmerz und Scherben. So kam ich irgendwann auf den Hund. Seine ehrliche Zuneigung bewahrte mich vor ein erneutes Abgleiten in den seelischen Abgrund. In puncto Job hat sich auch endlich was getan, bin beschäftigt in einem Freizeitpark bei der hiesigen Geisterbahn. Dort stört sich keiner an meinem absonderlichen Aussehen. Hier fühle ich mich wohl, da man mich endlich lässt in Frieden leben.